engage. It's going up forever. Strangers waiting, rolling down the boulevard, their shadows searching in the night. There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? Und herzlich willkommen an alle Bitcoin-Freunde und Freiheitsliebhaber zu unserem 21 Uhr Bitcoin-Podcast. Ich bin die Coco und mit mir am Start sind heute wieder der Sunny und der Laser. Hey Sunny, hi Laser. Guten Abend. Guten Abend. Hi, hi. Ja, wir sind heute mal mit einem Meme vom guten alten Yellow gestartet, weil sich ja so ein bisschen abzeichnet, dass da der nächste Bullrun am Horizont auftaucht. Und dementsprechend, es ist viel passiert, es passiert viel. Und das gucken wir uns heute mal wieder zusammen an. Wir haben heute wieder für euch dabei die Bitcoin-Zahlen, die aktuellen News, richtig coole Tech-Tipps und natürlich am Schluss auch wieder unsere Lieblings-Memes. Und ja, dann würde ich sagen, es ist 21 Uhr, let's go. Der Bitcoin-Kaninchenbau hat geöffnet. But is Bitcoin really the money of the future? Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr und 0 Minuten. She said nine o'clock. She said nine o'clock. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. Ja, dann starten wir mit einem Blick auf die Zahlen. Wir sehen hier einen schönen Timechain-Kalender und gucken gleich, weil wir haben aktuell die Blockzeit 795.909. Und wir sehen hier, dass die Moskau-Time aktuell 3.284 ist. Das heißt, wir kriegen für einen wertlosen, weil durch nichts gedeckten US-Dollar aktuell sensationelle 3.284 Satoshis. Das heißt, wenn man sich das mal so grob umrechnet, dann können wir für 300 US-Dollar aktuell Satoshi-Millionär sein. Ich würde mal sagen, das ist ein Wort und im Zweifel in ein, zwei Jahren gucken wir wehmütig auf diese Moskau-Zeit zurück und wünschen sie uns zurück. Ja, was gibt es noch hier zu sehen? Vielleicht hier unten, ach genau, aktuell haben wir 10 Minuten und 11 Sekunden ungefähr für das Mining eines Blockes. Das heißt, wir sind 11 Sekunden über der angestrebten Zeit von 10 Minuten und dementsprechend wird es demnächst eine Anpassung von geschätzten 1,79% nach unten in der Schwierigkeit geben. Die Hashrates sind aktuell knapp 428 Exahashes pro Sekunde. Und hier unten sieht man auch so ein bisschen, was gerade im Mempool passiert. Das heißt, für ja, eine On-Chain-Transaktion, wenn wir die mit hoher Priorität machen wollen, dann, ja, jetzt haben wir gerade hier einen Wechsel drin, dann zahlen wir gerade aktuell nur 11 Sats pro Byte. Das heißt, gerade aktuell ganz gut, da On-Chain-Transaktionen vorzunehmen, jedenfalls nicht so teuer. Ja, dann gucken wir mal kurz auf das war eine sehr schöne Grafik, muss ich noch sagen. Ja, genau, ich dachte, ich wechsle heute mal, habe ich auch gerade. Das ist der Timechaincalendar.com, da kann man das finden und sieht hier einfach nochmal sehr eindrücklich, wo wir uns gerade auf der Timechain befinden. Ich kann es nicht lesen, für was steht denn die römisch 4 oben links? Die Halving-Periode sein. Epoche. Ja, genau. Epoche. Ja, genau. Ah, die Epoche. Ja, Epoche 4 nach Bitcoin. Die genau, und rechts daneben vielleicht auch das noch kurz, sehen wir hier die 6,25 Bitcoin.
Das ist aktuell der Block Reward, also die Belohnung, die man bekommt pro gemeinten Block. Jedenfalls aktuell noch. Und damit wechsle ich dann auch mal kurz die Grafik und wir gehen mal auf diese coole Bitcoin-Halving-Clock. Da sehen wir, wann das nächste Bitcoin-Halving ansteht. Wie gesagt, gerade aktuell die 6,25 Bitcoin pro gemeinten Block. Das wird sich bald ändern und zwar nach aktueller Berechnung am 16. April 2024, nämlich genau bei Block 840.000, weil circa alle 4 Jahre, also nach 210.000 Blöcken, so ein Halving stattfindet, um eben die Belohnungen für die gemeinten Blöcke runterzusetzen, um dann der Bitcoin-Inflation entgegenzuwirken. Wer sich da noch mal ein bisschen reinfuchsen möchte oder sich das angucken möchte, da sieht man hier noch mal so ein bisschen die Infos dazu. Das erste Halving war 2012. Da wurde der Block Reward von 50 Bitcoin auf 25 reduziert. Dann hatten wir das nächste Halving 2016. Danach gab es dann statt den 25 Bitcoin pro Block nur noch 12,5. Jetzt haben wir die aktuelle Halving-Periode, da war das Halving 2020 am 11. Mai. Da wurde dann der Block Reward auf 6,25, die es aktuell gibt, Bitcoin pro Block reduziert. Und jetzt eben nach dem anstehenden Halving im April, also 16. April aktuell berechnet 2024, gibt es dann nur noch 3,125 Bitcoin pro gemeinten Block. Und was hier noch ganz schön ist, finde ich, ist die Grafik. Man sieht hier diese blauen Striche, das ist jeweils immer gezeigt, wann, also was das Halving, das stattgefunden hat. Und da sieht man immer ganz schön, dass eben in der Tendenz, auch wenn es zwar Up and Downs gab vom Preis, wie sich der Preis entwickelt hat, in der Tendenz ist der Preis nach jedem Halving immer nach oben gegangen und dementsprechend steht auch zu vermuten, dass das natürlich nach dem Halving in 2024 wieder das gleiche Bild sein wird. Dann gucken wir noch mal kurz auf das Bitbo, um einfach noch mal so ein bisschen das Number-Go-Up-Thema zu befriedigen. Für mich aus meiner Sicht die unwichtigste Kennzahl, aber für viele dennoch wichtig. Wir sehen hier den aktuellen Preis in US-Dollar pro Bitcoin, aktuell 30.451 Dollar. Und in einer 7-Tage-Referenz eben sehen wir, dass wir ein Plus von circa 15% in der Preisentwicklung haben. Das heißt, da deutet sich etwas an. Wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen drauf gucken und hier mal sehen, was so die Spitze war, dann waren wir da so bei 31.255 Dollar pro Bitcoin. Meine Vermutung ist, so die 32.000, das scheint gerade so die aktuelle Resistance zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dieser Preis gerissen wird, dass es dann weitergeht. Und das deuten ja dann auch so ein bisschen ja die Nachrichten an, die wir gleich dann von dir, lieber Sani, noch zu hören bekommen. Und dann gibt es wieder weniger Sets. Genau. Und echt traurig. Sehr traurig. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, weil wir jetzt gerade hier dieses Number Go Up gemacht haben. Ich möchte alle noch mal davon abhalten, der nächste Greg auf Twitter zu sein. Viele kennen den Tweet vielleicht. Hier gab es einen sogenannten Greg Schön, der hier gepostet hat am 16. Mai 2011. I wish I had kept my 1700 Bitcoin, die er für 6 Dollar Cent damals gekauft hat, anstatt sie für einen Preis von 30 Dollar Cent zu verkaufen, weil sie jetzt gerade 8 Dollar sind. Also das war im Mai 2011. Wenn man sich überlegt, das ist ein armer Kerl, ich glaube, der wird seines Lebens nicht mehr froh, 1700 Bitcoin damals verkauft zu haben und dann noch bei einem Preis von 8 Dollar zu bereuen, da versetze man sich heute in seine Lage. Und dementsprechend schreibt Legend 5150 hier unten auch, don't be like Greg. Und das kann ich an der Stelle nur noch mal jedem mitgeben. Bei Bitcoin ist es immer die Langfristperspektive. Also legendärer Tweet, der zum Meme geworden ist. Und jeder kennt das Sprichwort, Kinder, crack not even once. Also nicht die Sets an BlackRock jetzt verkaufen. Eure Kinder werden es euch wahrscheinlich mal später nicht nachsehen können und werden wahrscheinlich zur Adoption freigegeben werden wollen. Genau. Also don't be like Greg, wollte ich noch mitgeben. Jetzt, wo eben viele wieder auf
da dieses Number Go Up Thema aufspringen. Und dann vielleicht noch ganz kurz eine richtig schöne Zahl, wie ich finde, was Bitcoin angeht. Wir sehen hier, dass die Bitcoin-Dominanz die 50% überschritten hat. Das bedeutet, das Market Cap von Bitcoin ist jetzt oder war eben zum Zeitpunkt dieses Tweets größer als alle, ich glaube, wir haben insgesamt 25.000 irgendwas Shitcoins, als das Marktkapital von all diesen Shitcoins zusammen. Und da spiegelt sich einfach nochmal ganz schön wieder das, was wir ja auch letzte Woche besprochen haben, nämlich die Angriffe, sage ich mal, auf Binance und Coinbase und vor allem die eben dort getradeten Shitcoins, dass jetzt scheinbar eben das Kapital, was darin sich befindet, aktuell eher so ein bisschen in den Bitcoin verlagert wird, was ja eine gute Sache ist. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz ein Blick auf das Thema Lightning. Auch nochmal eine sehr schöne Zahl. Wir haben hier bei Ambos sehen wir gerade, dass wir über 18.000 Lightning-Nodes am Start haben. Ich glaube, das ist auch eine Art neues All-Time-High und insgesamt 76.221 Lightning-Channels. Also alles sehr, sehr positive Entwicklungen, wie ich finde. Ja. Dann hätte ich gesagt, genug der Zahlen. Lieber Sunny, magst du mal weitermachen und uns einen Überblick über die aktuellen News geben? Ja, machen wir das doch. Ich habe ein bisschen was gesammelt über die Woche wieder. Das Thema ist ähnlich wie beim letzten Podcast. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Also wir haben eigentlich diese, wie soll man sagen, fast schon Hype. Geschichte rund um die BlackRock ETFs gesehen und alles, was in diesem, ja, in dieser Blase mitkommt, das will ich jetzt mal präsentieren. Bin ich schon da, ich sehe mich schon. Wunderbar, wir haben die 30.000, du hast es schon gesagt, Bitcoin steigt erstmals seit April über 30.000 Dollar, mitgeschuldet mit Sicherheit den Aktivitäten, die da jetzt von den großen Playern verlautbart wurden. Ich habe halt schon gehört, dass es mal wieder die nächste Falle sein könnte. Und wenn jetzt nämlich dieser ETF abgelehnt werden sollte von SEC, dann wäre natürlich die Enttäuschung groß und das würde natürlich den Preis wieder drücken. Nicht, dass ihr jetzt dann glaubt, dass es abgelehnt wird, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn nach dieser Hype-Geschichte jetzt die SEC sagt, nö, machen wir doch nicht, dann heißt es wieder, ja, Zähler, geht niemals durch. Also es könnte auch in diese Richtung laufen, halte ich für relativ unwahrscheinlich, will es nur mal hier andenken. Ja, dann kommen wir doch zur nächsten Meldung. Sehr, sehr bedeutend meines Erachtens, fast so bedeutend wie die Ankündigung von BlackRock an sich letzte Woche, kamen jetzt vor ein paar Tagen fast zeitgleich zwei Meldungen von, man muss fast sagen, mit den größten Playern im Finanzmarkt. Einmal der Vorsitzende der FED, Jerome Powell, und dann vom IWF. Auch, ich denke, die Federal Reserve, die IWF und BlackRock kann man eigentlich als die drei größten Player im Finanz- oder die bekanntesten Player zumindest in der Finanzwelt nennen. Und ja, Jerome Powell hat gesagt, nachdem er sich da auch schon anders geäußert hat in der Vergangenheit, dass es ihm wohl so scheint, dass Bitcoin wohl die Kraft oder die Macht, je nachdem, wie man das übersetzen will, Power, hat hier ja zu bleiben, gekommen und zu bleiben quasi. Also wir sehen auch hier, dass die großen Player mehr und mehr offen zugeben. Im Hintergrund war es ihm wohl schon seit längerem klar, aber es geben sie es wirklich offen zu, dass Bitcoin, in den Medien wird immer von Krypto gesprochen, aber ich denke, wir wissen alle, von was hier tatsächlich die Rede ist. Dass Bitcoin eben eine gewisse Überlebenskraft hat. Der Honey Badger, der Honigdachs, wieder am Werk. Hier die zweite Meldung. Der IWF, Kryptoverbote sind langfristig nicht effektiv. Auch da gibt man etwas zu, was man, denke ich, sehr, sehr ungern sich eingesteht, dass man nämlich Bitcoin einfach schlicht und ergreifend nicht verbieten kann, vor allem nicht das Mining. Und hier heißt halt dann, der Internationale Währungsfonds befürwortet zwar in erster Linie Zentralbank-Digitalwährungen, kommen wir gleich noch drauf, aber hält zugleich Verbot von Kryptowährungen für wenig zielführend. Ja. Okay.
Und da, Sunny, ganz spannend, aber auch wieder, wenn man da noch weiter runter geht in dem Artikel, sagen sie natürlich auch, dass, wenn sie gut konzipiert sind, CBDCs die Nutzbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Zahlungssystemen stärken und die finanzielle Inklusion in Lateinamerika und der Karibik erhöhen können. Und dann sagen sie weiter eben, dass einige Länder diese Kryptowährungen eben verboten haben, was sie für nicht zielführend halten. Und die Region sollte sich stattdessen darauf konzentrieren, und da wird es jetzt spannend, die Triebkräfte der Kryptonachfrage anzugehen, einschließlich des unbefriedigten Bedarfs der Bürger an digitalen Zahlungen und die Transparenz zu verbessern, indem Transaktionen mit Kryptoanlagen in nationalen Statistiken erfasst werden. Haha, nicht wahr? Transparenz verbessern. Genau. Transparenz. Das heißt, aus meiner Sicht eben auch zu sagen, okay, ich verbiete es nicht, aber ich möchte es dann getrackt haben. Und natürlich möchte ich vorrangig die CBDCs da unterschieben, weil letztlich geht es den Bürgern angeblich ja nur drum, um digitale Möglichkeiten. Ne? Die Inflation ist nicht so schlimm. Genau. Zentralisiert ist nicht so schlimm, alles gut, aber ja. Also so ein bisschen räumt man natürlich dann schon auch, dass seine CBDCs vielleicht dann doch nicht so akzeptiert werden könnten, oder man schmettert auch den Bitcoin gar nicht mehr ab. Das ist natürlich, wenn der IWF sich so positioniert, dann ist es natürlich auch ein Signal, vor allem, sage ich jetzt mal, in Länder Südamerika, Afrika, wo sich das Ganze ja auch schon immer weiter ausbreitet, dass das im Prinzip ein grünes Licht ist. Ja, vor allem hat man ja in Argentinien vor 4, 8, 6 Wochen den Fall, dass Bitcoin, ich weiß nicht mehr genau die Meldung, dass die Wallets verboten haben, in Absprache mit dem IWF. Die haben eine neue, ein Strukturpaket bekommen, oder wie heißt das, Strukturaufbauprogramm, neue Kredite, und in den Auflagen war eben, gegen die Kryptozahlungen vorzugehen und Wallets zu verbieten. Ich nagel es mir nicht drauf fest, aber ich denke, da war sowas. Also was Gegenteiliges eigentlich vor wenigen Wochen, also auch da muss ja ein gewisser Wandel passiert sein. Das ist ja nicht zufällig, wenn hier der IWF und die Fed und BlackRock innerhalb von 2 Wochen mehr oder weniger das Gleiche sagen. Bitcoin doch nicht so schlecht. Die sprechen sich ja ab. Also da ist ja das ist eine Anerkennung. Und allein auch die Deklarierung seitens BlackRock, dass da überhaupt unter ein sehr kleiner Betrag an Bitcoin offengelegt wird, kann man auch wieder so sehen. Weil im Hintergrund natürlich hat man sich auch, man weiß schon, um was es geht. Und die Technologie ist bekannt, und rein diese ganzen Player müssen aus Risikostrategiemaßnahmen sich schon zum Minimum 1% damit absichern. Kommen und wir, Einlagen davon haben. Schauen wir uns doch gleich an. Ja, genau. Hat man nämlich in der letzten Sendung, wir haben noch gerätselt, was es denn Kryptisches bedeuten könnte. Wo ist BlackRock hier? Relativ 6,15 waren es, glaube ich. Ja, genau. Weiterhin stabil. Ist interessant, hier bei der Ukraine, sehr klein im Bild, steht Various, also verschiedene. Das ist eigentlich einmalig in dieser ganzen Liste. Das ist interessant mit ihren 46.000. Naja, schauen wir auf BlackRock. Transparenz, ne? Transparenz. Wir haben den Betrag von 6,15 Bitcoin, der tatsächlich für eine Entität wie BlackRock süß ist, oder wie auch immer, dass man das bezeichnen möchte. Und wir haben uns die Frage gestellt, was diese 6,15 bedeuten könnte. Und mir ist es dann nach der Sendung wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Liedschrift, ich weiß nicht, ob der dem einen oder anderen bekannt ist, ist, glaube ich, eine Art kryptografische Möglichkeit, Buchstaben darzustellen, indem man Zahlen benutzt, um den Computer quasi nicht mitlesen zu lassen, wenn ich es richtig erklärt habe. Und ganz einfach, die 1 steht zum Beispiel für ein I, eine 5 steht für das S und ein 6 eigentlich ganz klar für ein B. Also lesen wir mit 6.15 oder 615 BIS. Und BIS ist die Bank for International Settlement in Basel.
muss natürlich ein Zufall sein, ganz klar. Natürlich. Aber auch das könnte natürlich schon, wenn wir ein bisschen schwurbeln wollen, in eine Richtung führen, dass BlackRock hier ja eventuell sich in Position bringt, hier große andere Organisationen zu ersetzen. So würde ich es jetzt mal. Ja, augurisch. Über den Betrag brauchen wir sich ja nicht unterhalten, ja. Aber vielleicht doch eher über die Signalwirkung. Wie ja, so oft. Also, natürlich kann man da jetzt viel reininterpretieren, aber das ist das, was mir eigentlich dazu einfällt, wenn man denn eine Bedeutung reinlesen will. Müsst mal schauen, weil eigentlich könnte man ja mal nachschauen, wann oder seit wann die diese 615 Bitcoin haben. Ob das jetzt erst passiert ist oder ob die schon länger hodeln. Naja, das ist nur am Rande. Also BlackRock, ganz interessant. Wir bleiben doch gleich beim Thema. Ja, die Großinvestoren haben Bitcoin entdeckt, haben wir eben letzte Woche schon gesehen. Aber nicht nur BlackRock hat es erwischt, im Fieber auch die Deutsche Bank und andere größere Namen. Hier nochmal die Meldung, auf die ich vor eingegangen bin. Bitcoin ETF von BlackRock, unwahrscheinlich heißt es hier. Ja, ich würde es nicht als unwahrscheinlich ansehen. Also die meisten Stimmen, die sich dazu äußern im Space, sagen einem eigentlich, dass sie erwarten, dass da das BlackRock keinen solchen Versuch macht, wenn sie wissen, sie scheitern, sondern dass es davor abgeklärt ist, auf dem kurzen Weg sozusagen, und das eigentlich nur eine Formalität sein sollte. Außer es ist eben der Fall, dass man hier den Preis wieder bewusst nach unten bringen möchte. Wenn jetzt nach diesem seichten Bullrun Beginn, wenn man es so nennen möchte, eben die Nachricht kommt, ist abgelehnt. Das wäre natürlich für den Preis natürlich wieder ein Schlag. Die Koko wird sich freuen. Du hast es schon angedeutet, dass dir das noch ein bisschen zu früh ist. Ja, man will auch nicht, dass sie zu früh kommen. Satoshi wollte seinerzeit auch nie, dass zu schnell zu viel Aufmerksamkeit kommt, damit einfach die breite Masse, die es am besten brauchen kann, noch den guten Zugang findet. Zum Beispiel, es war seinerzeit mit Assange und WikiLeaks, die da sehr schnell drauf aufmerksam geworden sind. Ja, die breite Masse soll es aber auch langsam gesehen haben. Aber da muss schon einer von oben kommen und grünes Licht geben, weil ich denke, Satoshi hat diese heikle Phase in den ersten 4-5 Jahren gemeint, wo das Netzwerk einfach noch zu instabil war. Ja. Jetzt ist Bitcoin nicht mehr loszuwerden oder tot zu kriegen. Und ja, die breite Masse, was braucht es denn noch, um jetzt langsam mal doch zu überlegen, vielleicht da aktiv zu werden? Also, naja, einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, oder halt dieses Numbago-Abspiel wieder, weil es ist halt doch so, sobald dann der Preis hochgeht, ist es wieder in den Medien und damit kommt es halt auch wieder an die breite Masse. Ne? So traurig es ist, aber das ist ja für die meisten dann doch immer wieder der Einstieg. Die Numbago-Up-Technologie, die dem Bitcoin natürlich innewohnt. Ich frage mich, angenommen, wir haben jetzt einen Bullrun, ich denke, der nächste anständige Bullrun geht über 100.000. Ich denke, da sind wir uns einig. Ganz kurz, Sunny, ich glaube auch, wenn ich das nicht falsch gesehen habe, aber korrigiert mich, gab es mal irgendeinen Spike in den letzten Tagen in einem Chart, wo es irgendwie mal ganz, ganz kurz der Preis bei 138 oder so, 138.000 lag. Also wirklich minimal kurz habe ich mal irgendwo gesehen, sowieso um mal auszutesten. Also ich würde mal sagen, ja, ist zu erwarten. Die Frage, die sie mir da stellt, ist diese Diskussion, dass Bitcoin jetzt dann doch wieder stirbt, also ist nach dem nächsten Bullenrun, also Marktanstieg, Preisanstieg, kommen wir dann nochmal in eine Phase, wo es dann Leute immer noch nicht gesehen haben? Oder wird der nächste Bullrun schon den entscheidenden Teil, den hundertsten Affen sozusagen aufnehmen? Naja, eigentlich so wie es präsentiert ist, na immer der Number-Go-Up-Reiz für die Masse. Und dann wieder ein leichter Abschwung, so guck mal, hier ist die Aufmerksamkeit und jetzt kannst du wieder billig einkaufen. Das funkt noch nicht so 100% in der Masse, aber das soll es ja hingehen. Weißt du, wenn man den Bitcoin-Preis jetzt getrennt von der Weltwirtschaft sieht, dann kann man ja da ein bisschen mitrechnen. Aber wir sind ja gerade in einer Gemengelage, wo wir kurz vor einer riesen Bankenkrise stehen oder die schon seit Jahren haben, je nachdem, wie man das sehen will, wo die CBDCs unbedingt eingeführt werden sollen, die Leute, die jetzt schon keinen Bock drauf haben, wo die Wirtschaft crasht,
ganz, ganz viele Komponenten kommen erst dann noch dazu. Und ich frage mich, wenn sie jetzt der Bullrun, also Bullrun müsste heißen, kommt es nochmal zum Bärenmarkt, andersrum formuliert. Wird es nochmal so einen richtigen Bärenmarkt geben? Schauen wir mal. Da. Neue Highs, neue Lows, immer wieder eine neue Decke, so wie einfach in der Vergangenheit auch schon, denke ich, ist der Trend. Ich meine, das, was sich zunächst wahrscheinlich oder als nächstes dann konsolidiert, ist der ganze Shitcoin-Markt, der dann wieder so ein bisschen in den Bitcoin reinschwappt, plus jetzt auch noch die dazu. Investitionen. Also da haben wir schon viel Potenzial. Dann gerade natürlich diese externen wirtschaftlichen Faktoren, Inflation, die du gerade genannt hast, die auch nochmal Druck auf die Leitung bringen. Also das in Summe könnte uns auf die angestrebten 100.000 katapultieren. Zuletzt war der Fehler, da hat man zu früh geschossen und man hat den Großen sein Preisziel verraten in der Masse. Deshalb haben die gesagt, okay, wir schießen ihn kurz vorher ein bisschen ab. Aber am Ende des Tages sind es genau die Player auf der Ebene und aufwärts, Staatenebene, die sich da koordinieren und preistechnisch aufstellen und nachher natürlich auch ausstatten. Das Gute ist, sie müssen sich in der einen oder anderen Weise damit auseinandersetzen. Das ist die Spieltheorie von Bitcoin, der sie alle da einfängt mit Number Go Up und mit der ultimativen Knappheit, die er hat. Und ja, sie haben eigentlich keine Chance, daran vorbeizukommen, nur mit dem einen Vorteil, dass sie diesmal nicht mehr davon drucken können und dass jeder ohne Zugangsbeschränkung sich dieser Technologie ermächtigen kann. Und das ist der große Unterschied zum Fiat Money Printer, der dann entlang des Weges abraucht. Ja. Ja. Hier ist noch eine wunderbare Meldung, das könnte man auch thematisieren oder wollten wir eigentlich thematisieren, zumindest die Überschrift. Digitale Euro wird Banken nicht abschaffen, Zentralbanker beschwichtigt. Das ist ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt, das ist nicht eins zu eins was mit Bitcoin natürlich zu tun. Wenn die CBDCs eingeführt werden, bedeutet es, dass die Banken überflüssig werden und haben wir vielleicht in den Banken daher einen überraschenden Mitstreiter, wenn es um Bitcoin geht. Da eine Bank noch ein bisschen einen Use Case hätte, wenn man sich denn auf die Bitcoin-Geschichte einlässt, sage ich mal. Und das im Gegensatz zu CBDC, wo halt nur die Zentralbank theoretisch das Geld ausgibt. Ja. Interessante Frage. Und was macht die Deutsche Bank dazu? Da hatte Coco eine Idee. Ja, genau. Das war ja ganz spannend. Da gab es eine Nachricht vom 20.06.2023 im BTC Echo. Deutsche Bank beantragt Verwahrlizenz für digitale Vermögenswerte. Jetzt könnte man ja erstmal auch ganz oberflächlich, sage ich mal, direkt meinen, ja klar, jetzt kommen die Großen mit ihren Bitcoin-ETFs und sind da am Start und dann möchte die Deutsche Bank hier natürlich auch mitspielen und nachziehen. Wenn man dann aber mal den Artikel durchgeht, dann steht da auch ganz klar drin, ob da überhaupt dann mit dieser Verwahrlizenz dann oder ob damit überhaupt mit den digitalen Vermögenswerte dann auch die Kryptowährungen gemeint sind, das sei noch nicht klar. Also jetzt ist natürlich auch die Frage, für was beantragt man so eine Verwahrlizenz? Geht es tatsächlich um Krypto / Bitcoin oder geht es nachher vielleicht wieder um die CBDCs? Und das habe ich mich eben gefragt, weil dann, also wie gesagt, diese Meldung war vom 20.06. Und am 19.06. Also ich habe auch am 20.06. Ja, genau. Und am 19.06. kam dann aber eine Meldung nach noch, dass die EU-Gesetzgebung den digitalen Euro, sprich CBDC, erstmal on hold gesetzt hat. Und zwar ohne nähere Begründung. Also das sollte wohl
Gesetz rauskommen am 28. Juni und es wurde jetzt erstmal verschoben. Und jetzt habe ich mir natürlich so die Frage gestellt, liegt es vielleicht daran oder lag es daran, weil es schon mal verschoben wurde? Da gab es noch eine Meldung von, ich glaube, Anfang des Jahres oder so oder Mai. Liegt es vielleicht daran, dass die festgestellt haben, dass da Lizenzen fehlen oder sonstige Dinge? Das waren so meine Überlegungen dazu. Ja, ich denke, die Deutsche Bank will weiter mitspielen. Egal welches Spiel. Egal wie und egal welches, definitiv. Genauso wie die Geschäftsbanken allgemein, also Raiffeisenbanken, Sparkassen etc. Weil das im Prinzip, jetzt sind das noch die Mittelsmänner der Zentralbanken, nur wenn dann das Geld direkt per Wallet digital von der Zentralbank ausgegeben wird, fallen die natürlich weg. Aber von denen verstehen das ja viele schon, dass da Gefahr im Verzug ist und bieten da ja auch schon aktiv an. Haben wir ja auch schon gesehen. Ja, und die Beratung an der Stelle, auch wenn sie nachher als ordentliche Bank vielleicht sich als Verwahrer irgendwie präsentieren möchten, mag ein Stück weit gerechtfertigt sein oder einfach auch als Vermittler. Also ordentliches Banking kann schon auch mit Bitcoin wieder stattfinden. Ja, klassisches Bankwesen. Ja, also Verwahrung für wen auch immer, der nicht in der Lage ist, sich 12 Wörter zu merken. Ja. Ja, es kommt ja auch darauf an, in welchem System wir dann aufwachen. Kommt es tatsächlich zum völligen Chaos und jeder macht, was er will, dann wird es schwierig. Aber wenn es jetzt eine Utopie jetzt mal tatsächlich ein Bitcoin-Standard wird und da trotzdem der Euro oder die Mark oder der Dollar, was auch immer, als Straßenwährung sozusagen benutzt wird, dann hat eine Bank auch gewisse Aufgaben. Mhm. Ja. Aber das ja, auch dann kann sie sich ordentlich positionieren. Ich finde es halt interessant, dass also in Deutschland vor allem die Raiffeisenbank, also ich kenne es da von der Raiffeisenbank in Augsburg oder Ingolstadt, dass halt gerade so kleinere Banken oder kleinere Filialen fast schon da wohl aktive Bitcoiner haben, die da vorangehen und das auch in die Banken reintragen. Und das ist ja, wenn es von unten nach oben geht, ist ja fast schon zu befürworten. Ja. Ja. Na gut. Das machen wir weiter. Schauen wir mal, was die nächste Meldung erzählt. Ja, wir sind zurück bei den ETFs. Hier, BlackRock haben wir letzte Woche schon gesehen und dann kamen noch mehrere, ich sage mal, für den Laien unbekanntere Player dazu, aber trotzdem große. Invesco zum Beispiel, WisdomTree sagt wohl nur den der wirklichen Finanzprofis was. Nicht wie BlackRock, wo, ja, ich denke, jeder, ja gut, die allermeisten Menschen, die sich mit der Gesellschaft beschäftigen, werden wohl BlackRock auch kennen. Das ist meine Einschätzung, aber ich lebe auch in der Bubble. Ja, hier weiterer Player. Valkyrie beantragt ebenfalls einen Direkt-ETF für Bitcoin. Und die sind ganz witzig. Die haben nämlich die Abkürzung, wenn ich das nicht verwechsel. Ja, genau. Die haben die Abkürzung. Brrr. Sehr gut. Sind wir hier. Genau, hier. Ist halt der Moneyprinter. Ja, Moneyprinter go brrr. Genau, also da scheint auch jemand dabei zu sein, der ein bisschen Humor hat. So Humor, ja. Ein bisschen auch einen Einblick. Das ist ja dann, also wie gesagt, das ist das Wunderbare am Bitcoin-Universum, weil das alles ist seine eigenen Stilblüten hat und jeder irgendwie sein Ding beiträgt. Finde ich auch ganz spannend. Ja, Fidelity, auch größerer Vermögensverwalter, die wollten hier Grayscale sogar kaufen oder ebenfalls einen Spot Bitcoin ETF anbieten. Ja, also auch weiteres Beispiel. Und Sunny, ja, passt ja auch ganz gut, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wenn man mal guckt, wer aktuell die größten Anteilseigner bei MicroStrategy sind, sind es ja, gehört BlackRock, glaube ich, mit zu den 5 größten dazu und ich glaube auch Fidelity. Das heißt, indirekt halten die ja gerade schon Bitcoin, indem sie eben so massiv in MicroStrategy investiert sind, die ja ihr komplettes Vermögen in Bitcoin haben. Also ist dann irgendwie, ne, jetzt geht man halt von, ich halte Aktien an einem, ich sag mal, Bitcoin-Unternehmen über zu, ich investiere direkt in Bitcoin. Direkt dann, genau. Ja. Und kann
im besten Fall noch ein bisschen Papier-Bitcoin verkaufen. Genau. Ja. Ja, aber nur einmal. Ja. Also es darf nur einmal in die Hose gehen. Dann war es das. Halt. Mhm. Und die Blockchain macht es halt transparent. Jo, dann weiterer wirklich großer, großer Player über die Deutsche Bank, oder zwei eigentlich. Also wir haben ähnliche Bewegungen in den mit größten Ländern der EU, also Deutschland, Spanien und Frankreich. Deutschland mit der Deutschen Bank ist zwar ein internationaler Player, aber lassen wir mal das Deutsch davor, passt schon. Dann blicken wir nach Spanien, die Santander Bank. Älteste Bank Spaniens, seit dem 19. Jahrhundert aktiv. Weiß nicht genau. Die reden ganz offen über das Lightning Network und ja, bilden ihre Kunden sogar schon über Bitcoin an sich. Das Groundbreaking, ab und zu kommen die deutschen Wörter nicht mehr. Grundbrechende. das Phänomen des Bitcoins. Auch das ganz neue Worte, die da von Santander, wie gesagt, Riesenplayer in Spanien, auch international. Also nicht, dass da irgendwie jetzt eine Sympathie für diese großen Banken drüber kommt, aber es ist bemerkenswert, was da passiert. Und ja, auch hier kann man den zeitlichen Zusammenhang nehmen, ob es denn noch ein Zufall ist oder nicht. Und auch die französische, ich weiß nicht, ob es die größte französische Bank ist, eine sehr große auf alle Fälle, die Crédit Agricole, hat ebenfalls versucht, wie die Deutsche Bank, hier für Bitcoin-Verwahr Services eine Lizenz zu bekommen. Was da genau passiert, ist meines Erachtens nicht so wichtig, also was dem Einzelnen versucht wird, sondern diese öffentliche Bekennung zum Bitcoin ist durchaus sehr, sehr bemerkenswert. Und da haben wir wirklich jetzt, eigentlich seit den Klagen von der SEC und der BlackRock-Geschichte eigentlich immer wieder jetzt neue Nachrichten bekommen von Teilnehmern, die jetzt da ebenfalls Bitcoiner werden wollen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, und da ist interessant, auch hier, man sieht den Mind-Switch, hier die Credit Agricole und hier das CEO, der noch im Jahr 2021, also von ein bisschen mehr als zwei Jahren gesagt hat, im April 2025 wird Bitcoin unter einen Dollar gefallen sein und eine Story der Blindheit aufzeigen. Und jetzt zwei Jahre später feilt man hier eben die eigene Crypto-Custody-Services. Das Schema kennen wir ja von verschiedenen. Ja, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht von Sun Tzu, sondern von, also erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Ja. Und das ist gerade sehr klar sichtbar. Und klar, es ist BlackRock gekommen mit der Ansage, es müssen natürlich alle mit, weil sie wissen, wenn BlackRock alle aus den Löchern geht's in eine klare Richtung. Und Sunny, ganz kurz noch, manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob es wirklich nur das ist, dass sie es gar nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt oder ob es bewusst und absichtlich und manipulativ zu dem Zeitpunkt von den Großen so gehandhabt wurde, auch eben bewusst mit diesen Statements, um der Masse zu sagen, guckt mal, das ist Blödsinn, und vor allem um den Preis zu drücken, um dann eben im Hintergrund, OTC, over the counter, ohne großartig den Preis zu beeinflussen, selbst die billigen oder günstigen Satz einzukaufen und schön Bitcoin zu stacken, bevor der Preis dann explodiert. Wer weiß, weil ich meine, ganz ehrlich, ob die sich dann wirklich nicht damit beschäftigt haben, was es bedeutet, dass es das härteste Geld ist, das wir jemals hatten, dass es einfach knapp ist, dass es nie mehr als die 21 Millionen geben wird und. Ich kann es mir immer nicht so ganz vorstellen und denke oft, das Schafvolk wird an der Nase rumgeführt, und durch die Manege geführt und schön davon abgehalten und im Hintergrund kaufen die Großen zu einem guten Preis und freuen Solange sich. Solange es geht. Ja, genau. Und das der Deckel manchmal, wird versucht draufzuhalten. Ja, genau. Und weiß ich nicht, aber ist so meine Vermutung. Wahrscheinlich sind es die gleichen, die noch dafür bezahlen, dass man sich hinstellt und sagt, ist Rat Poison, also Rattengift, sagt ja der ein oder andere. Ja, und dann sich doch im Hintergrund aufzustellen. Weil am Ende des Tages ist das seit 14 Jahren ein Asset im Raum, das ein extremes Wachstum gezeigt hat und einen Haufen anderer outperformt hat. Und das hat Wall Street grundsätzlich auf dem Schirm. Mhm.
Und der Apparat geht dann entsprechend zu seinem Vorteil nach seinen Möglichkeiten damit um. Nee, dieses Spiel sehe ich schon auch. Die Frage ist jetzt halt, ist es denn für BlackRock zum Beispiel jetzt möglich oder für eine also US-gelistete Firma möglich, Bitcoin zu halten, ohne das in den Büchern anzugeben? Das ist, glaube ich, nicht so leicht. Ja. Ich denke, es wird aus der Öffentlichkeit auf jeden Fall das Interesse vorhanden sein und vielleicht dann auch der Druck aufgebaut, dass es transparent gemacht wird, weil die Technologie ermöglicht genau das. Das heißt, hey, okay, was ihr haltet, bitte Adressen angeben, kann 24/7 auf der Blockchain beobachtet werden. Bewegungen. Nee, du musst ja quasi einen Jahresabschluss machen und da müssen alle deine Assets drauf sein, jetzt vom rechtlichen her. Ja. Und da müssten auch deine Bitcoin-Bestände drauf haben. Also wenn die offiziell halten würden, also jetzt über die Firma, müssten die auch angeben. Und drum an der Stelle auf jeden Fall. Offenlegungspflicht. Ja. Ja, schwierig, das legal für so eine große Firma dann zu halten, eine größere Menge. Das auf jeden macht's Fall. Ja vor. Also, dass hier der Larry Fink selber schon mehr als 6 Coins Bitcoin hat, das ist von dem auszugehen. Aber dieser Privatmensch, das ist ja dann was anderes. Ja, das ist richtig, die Offenlegungspflicht. Du weißt natürlich aber auch nie, das denke ich mir immer, wer weiß, welche Gesellschaftskonstrukte es da gibt. Da kann man ja Gesellschaften gründen und dann wieder Anteile dran haben und. Also ich, wie gesagt, ist nur meine Vermutung. Ich kann es mir immer schwer vorstellen, dass man da so in diesem Business drin ist und dann nicht erkennt, dass da das härteste Geld ist, das die Welt jemals gesehen hat. Und das, wie der Laser ja gesagt hat, eigentlich jedenfalls in den letzten Jahren alles andere outperformt hat. Und ich gehe da nicht rein, auf irgendeine Art und Weise. Und ich meine, bislang haben sie auch immer ihre Mittel und Wege gefunden. Aber ja, vielleicht schauen wir mal. Erzähl mal einem Top-Chirurgen was über Kräuterheilung. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, ich weiß. Da ist auch eine gewisse Betriebskindheit dabei. Ja. Bei einigen zumindest. Ja. Nicht bei allen mit Sicherheit. Ja, definitiv. Ja. Ja. Und das, was wir jetzt sehen. Ein großes Spiel. Das, was wir natürlich jetzt sehen, ist, der eine Große fängt an und 5 andere haben auch ihr Bekenntnis. So. Und dann noch ein 180 hier und ein 180 da von einer großen Stimme aus den Bereichen und schon kommen sie irgendwo alle. Und das scheint schon so, das ist schon ein gewisses Commitment zu sein. Und wahrscheinlich auf Staatenebenen ist das Thema ja auch noch weiterhin präsent und auch nochmal sehr spannend, wie sich da weiterentwickelt. Ja, und wie gesagt, wissend, wer die großen Anteilseigner von MicroStrategy sind, die haben nicht umsonst da rein investiert. BlackRock, Fidelity, ich weiß gar nicht, wer nochmal so zu den 5 Größten mit dazu gehört. Vanguard ist noch dabei. Ja, genau, auch ein Riesenverwalter, ja, genau. Also daher, die wissen schon, was Sache ist und das haben sie auch nicht umsonst gemacht, da so massiv reinzugehen. Und die ganze Zeit die MicroStrategy-Aktie zu pumpen, möchten sie auch nicht. Genau. Deshalb sagen sie auch, okay, machen wir mal selber. Ja. Und jetzt wird es dann wahrscheinlich vielleicht zugelassen, dass ein ETF kommt. Ja, große spannende Frage jetzt nächste Woche eigentlich schon. Jetzt schaue ich mal, ob wir hier. Ich kann dir das. Schau mal, ob man es hier rauslesen kann. Die Shareholders von MicroStrategy. Fidelity ist drin, ja. Dann International Citadel. Mhm. Bellesny, Two Sigma. Citigroup ist drin. Renaissance. Ja, Bank of America ist drin. Mhm. Ah, hier steht es schon. Vanguard Group. Aber die haben einen Capital Research 14%, Vanguard 8%, Fidelity, BlackRock 5%. Ja. Ja. Na gut, halten wir uns nicht auf. Wir schauen, was wir hier haben. Ja, wie gesagt, nicht reines Bitcoin-Thema, aber sozusagen die kann man sagen, die Kehrseite der Medaille? Eigentlich nicht, aber ja, sei es mal so dahingestellt. Den Kryptowährungen ebenbürtig heißt es hier, die schöne neue Welt des Digital-Euro. Und ja, da sieht man auch gleich, was uns denn verkauft werden soll. Und wir haben jetzt aber schon gesehen, dass der digitale Euro auf Eis gelegt ist, die Entwicklung zumindest. Ich denke, da gibt es einen gewissen Widerstand aus Osteuropa. Und ja, ich habe es
des Öfteren schon gesagt, sie werden es irgendwie versauen, auf alle erdenklichen Arten. Und am Ende wird da so ein verkuppeltes Projekt rauskommen, das keine Überlebenschance hat, meines Erachtens. Sieht nach einer Totgeburt aus. Wäre der digitale Euro jetzt an ein Konstrukt gekoppelt, das wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich gut dastehen wird, würde es anders ausschauen, aber es hängt an der EU. Und wenn man sich die EU am jetzigen Zeitpunkt anschaut, ja. Und ganz kurz ein Satz. Abgesehen von 1000 anderen negativen Dingen für die Menschen, denen Freiheit noch am Herzen liegt, ändert es an der Inflation nichts. Ja, wenn es digital auf die Art und Weise noch ausgegeben wird. Nee, es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, weil sie dann direkt das Geld aus dem Gar nichts schöpfen können und wahrscheinlich noch mit Programmen wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort noch Anreize schaffen, um diesen Euro überhaupt anzunehmen. Weil wenn du ein Geschenk kriegst, dann nimmst du ihn halt dann doch, sage ich mal. Und das wird dann durch die Blase noch viel weiter aufblähen. Also ja, lassen wir uns überraschen, wie es denn wird. So, ja, hier lesen wir es. Mit Zwangsmitteln soll ein Bargeldersatz in den Markt gedrückt werden. Da sehen wir schon das gute Wort Zwang. Alles, was mit Zwang unterstützt werden muss, ähnlich wie mit Subventionen, ja auch eine Art Zwang, kann allein nicht überleben. Und ja, Punkt. Schauen wir es uns an. Wie gesagt, da kann man eigentlich ganz entspannt bleiben, wie ich finde. So, dann diese Meldung. Finanzamt nimmt deutsche Bitcoin-Gewinne ins Visier. Auch das eine Sache, die einen vernünftigen Hodler eigentlich nicht tangieren, denn meines Wissens, also hier wirklich keine Steuertipps, aber meines Wissens ist es so, dass nach einem Jahr Bitcoin-Gewinne weiterhin steuerfrei sind. Yep. Ohne Gewähr. Und ja, die nächste Frage ist halt, wer will seine Bitcoin schon wieder in Euros eintauschen? Also, wenn man Bitcoin mit Euro kauft und die einfach liegen lässt, dann ist es nicht steuerlich relevant, meines Erachtens. Aber und ja, die nächste Frage ist immer noch, wann hatte ich meinen letzten Bootsunfall? Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich selber habe leider keine. Genau, so sieht es aus, alles verloren gegangen. Alles verloren, ja. Man ist auch so vergesslich. Genau. So, und hier dann noch die Meldung dazu. Bitcoin only buy and hold investing. Also nur Bitcoin kaufen und halten ist das Investment oder die Investmentstrategie, die Altcoins auf lange Sicht outperformen. Also im Performing übertreffen. Zeigt es eine Analyse. Wunderbar. Seit 2015 ist eine Bitcoin-Only-Investment-Strategie das Beste. Und ja, auch wenn der ein oder andere Altcoin, Shitcoin, ja kurzfristig den Bitcoin überholt hat, auf lange Sicht gesehen ist einfach Bitcoin unschlagbar in dieser Beziehung. So, und dann noch ein bisschen Politik aus den Vereinigten Staaten. Wir sehen mehr und mehr, haben wir da letzte Woche schon drüber geredet, mehr und mehr politische Anwärter, die sich halt klar zum Bitcoin positionieren und nun ins Präsidialrennen der Demokraten hier eingemischt haben. Aber ich glaube, das Thema war auch schon behandelt. Hier haben wir diesen Bitcoin-freundlichen Bürgermeister von Miami, der auch der Meinung ist, dass die Vereinigten Staaten das Momentum diesen disruptiven Moment in der Kryptoszene nutzen sollten. Und ja, dann vor allem der vielen aus der Corona-Pandemie noch bekannte Robert F. Kennedy Jr., ein Pro-Bitcoin-Kandidat. Und hier heißt es, er kann und wird Trump und DeSantis schlagen. Also je nachdem, wer bei den Republikanern ran darf. Viele rechnen ja doch noch mit Trump, die Umfragen sagen Ähnliches. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass Robert Kennedy Jr. der aussichtsreichste Kandidat für die Demokraten ist. Und das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich nicht nur seine Meinung zum Geldsystem anhört, sondern auch andere Themen, die wir hier nicht behandeln. Er war während der letzten Pandemie recht aktiv in einer sehr klaren Weise. Ja, und das, also nicht nur der Wahlkampf zwischen Trump und
Kennedy, das ja für den einen oder anderen das Gegenteil von Pest und Cholera wären, sondern eben dann auch die Entwicklung hin zu einem Bitcoin-freundlichen Amerika. Ich denke, Trump hat sich zwar in der Vergangenheit kryptisch bis ablehnend zu Bitcoin geäußert, aber ich denke, Trump muss mir das inzwischen auch nicht mehr erzählen. Der wird auch wissen, was Bitcoin ist. Und ja, es wird auf alle Fälle wohl mit in den Wahlkampf hineingetragen werden, wenn es denn so weitergeht. Und ja, gerade in den Vereinigten Staaten gibt es ja viele Bundesstaaten, die sich da sehr positiv Krypto gegenüber positionieren. Also Florida haben wir schon gesehen, dann Texas vor allem und noch zwei, drei andere. Ja, das Gegenteil von dem, was in der EU passiert, wenn es um die Adoption von Bitcoin geht. Ja, und damit wäre eigentlich mein Nachrichtenblock beendet, denn diese Meldung hier, die wollte ich eigentlich als erstes bringen, hat die Coco schon angedeutet. Der Countdown läuft, das nächste Bitcoin-Halving rückt näher. So, und damit zurück in die Runde. TikTok Next Block. Super. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, was mir noch wichtig wäre. Sunny, du hast gesagt, du siehst es mit den CBDCs noch nicht so oder dass es wahrscheinlich eher unerfolgreich wird. Mir ist an der Stelle einfach nur nochmal wichtig, da passiert trotzdem ganz, ganz viel. Und auch wenn sie es aktuell scheinbar irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriegen auf EU-Ebene, die Pläne stehen im Raum und zwar recht konkret. Wie gesagt, die letzte Meldung war jetzt vom 19. Juni, wo eigentlich das Gesetz diskutiert werden sollte oder rauskommen sollte, irgendwie am 28. Juni. Also das steht wirklich vor der Haustür, weil es die Leute ja irgendwie immer noch nicht glauben oder für möglich halten. Und zuletzt gab es dann auch noch mal eine Nachricht vom 20. Juni, dass die United Nations, die Vereinten Nationen, eine digitale ID planen, die dann mit den Bankaccounts, also unseren Konten verbunden ist. Und wenn man da sieht, in welche Richtungen das geht, du hast vorhin auch das unbedingte Grundeinkommen angesprochen, dann kann man sich schon so ungefähr, sage ich mal, die Dystopie vorstellen, die man da vielleicht für den Großteil der Bevölkerung geplant hat. Ein Blick nach China sagt einem da auch wieder alles, was da so abgeht. Und mir ist einfach nochmal wichtig, dass die Leute verstehen, was da, egal ob sie es nachher erfolgreich machen oder nicht oder ob sie es gut hinkriegen oder schlecht, was da tatsächlich angedacht ist. Und deshalb reden wir halt hier auch über das Thema Bitcoin, weil das ist die Alternative dazu, bevor wir uns in einer etwaigen Digital-Totalversklavung wiederfinden, wo unser Geld mit unserem Sozialverhalten verbunden ist. Und wenn man nicht die erforderlichen Sozialpunkte hat, wird einem das Geld gestrichen und. Ne? Also das sind ja so die Dinge, die da einfach nachweislich auch geplant sind und die vor 2-3 Jahren immer noch als Verschwörungstheorie abgetan wurden und jetzt einfach klar auf dem Tisch liegen. Ja, du hast völlig recht. Ich gehöre zu den Leuten, die es vor 2-3 Jahren schon erzählt haben. Mhm. Und ich bin inzwischen völlig entspannt. Sie sollen es einfach einführen, am besten morgen. Weil dann ist das Thema auch erledigt. Wie alle anderen Themen, also ich bin da, für die allermeisten wird es erstmal eine Dystopie, aber sie werden es auch gezwungen sein, sie mit dem Ding auseinanderzusetzen und es wird sehr, sehr schnell Ablehnung finden. Und sie haben nur einen Schuss und den werden sie nicht erfolgreich hinkriegen. Und also ich bin voll bei dir. Also die Dystopie ist vor unseren Augen, aber solange es dann nicht kommt, werden es Leute nicht verstehen. Das ist genauso wie mit anderen Themen. Der Schmerz von außen. Genau, und dieser Schmerz wird wieder, ja, neue Bitcoiner. Genau. Aus dem Schmerz der Welt entstehen die neuen Bitcoiner. Der Phönix aus der Asche, aber das war mir einfach, nochmal wichtig, weil das kommt immer so schleichend und das, was irgendwann so die böse Verschwörungspöse war, ja, die Verschwörungstheorie steht plötzlich vor der Haustür und dann wird dann auch nicht mehr so drüber wirklich gesprochen. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass es die Leute immer noch nicht auf dem Schirm haben. Und wenn man mit dem Thema ums Eck kommt, wird man immer noch angeguckt wie ich weiß nicht was. Und deshalb, ich vermute tatsächlich fast, dass es erst mal wehtun muss, ja, um dann zu sehen, was das tatsächlich alles bedeutet. Wobei für einen Teil der Bevölkerung wird es vielleicht auch gar nicht so schmerzhaft sein, weil wenn ich eh alles mitmache und mit meiner lieben Regierung konform gehe, dann wird im Zweifel auch das für die Leute in Ordnung sein. Aber für jedenfalls die Leute, die auch dir, Sunny, in der Vergangenheit zugehört haben, wird es einen großen Schmerz bedeuten.
Und ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, dass ich den auch so weit habe, dass ich also zumindest einen großen Teil, dass sie sich da einigermaßen, in welcher Form auch immer, noch mit auf die Bitcoin-Arche retten konnten. Ja, es ist ja nicht nur Bitcoin, sage ich jetzt mal. Aber ja, doch auch. Es ist halt schon zum großen Teil Bitcoin aus meiner Sicht. Und da geht es mir gar nicht so um, ich weiß nicht, da geht es einfach darum, ich brauche ein Geld. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ich kann natürlich in einem kleinen Rahmen meinen Handel betreiben. Ich kann sagen, ich bin in einer Gemeinschaft und ich kann das gegen das tauschen. Ich produziere das, du produzierst das. Wunderbar, passt überein, wir tauschen es. Aber ich werde auch da relativ schnell an meine Grenzen kommen. Spätestens dann, wenn ich eine größere Anschaffung habe. Ich meine, ich brauche ein Auto zum Beispiel. Wer will mir ein Auto gegen, keine Ahnung, Tonnen voll Äpfeln verkaufen? Also da merkt man schon, dass das einfach eine sehr naive Vorstellung ist aus meiner Sicht, dass wir wieder zu dem Thema Tauschhandel zurückkommen. Das hat damals schon nicht funktioniert. Deshalb gab es dann irgendwann das Geld, in welcher Form auch immer oder wie das damals ausgesehen hat, eben als neutrales Tauschmittel sozusagen, wo die Werte, die sich gegenüberstehen, auf eine Ebene heben. Und selbst wenn ich in so einer Gemeinschaft bin, wo ich sage, ich bin weitgehend autark, ist für mich der Haken dabei immer noch, dass ich da nicht frei bin, weil in dem Moment bin ich von dieser Gemeinschaft abhängig. Und Bitcoin ist einfach das Thema Freiheit. Und das ist mir an der Stelle nochmal wichtig. Ja, völlig. Bin ich voll bei dir. Ja. Ich muss bei mir dazu sagen, ich bin da bei vielen Themen oder gerade bei diesem Thema CBDC eigentlich schon nicht abgestumpft, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man schon 2-3 Konten gesperrt worden sind. Ja, stimmt, du hast deine Erfahrung gemacht. Damit beschäftigen, die Leute von irgendwas zu überzeugen, dass die Gefahr im Raum steht, weil diese Gefahr haben wir quasi jetzt mit dem normalen Euro auch schon. Ja. Dass du falscher Tweet und aus. Richtig. Und es ist auch jetzt schon zentral, der Euro, auch wenn viele an dem Bargeld kleben. Und hängen. Ja. Soll kein Vorgriff sein, aber vielleicht eine kleine Ergänzung zur Diskussion. Ist aber noch nicht dein Meme. Nein. Ja. Aber also man muss die Leute dann oft auch dort abholen, wo sie selber sind, aber da bin ich halt teilweise nicht mehr, weil ich die Situation schon erlebt habe. Also brauchst du am kanadischen Trucker, brauchst du das auch nichts mehr zu erzählen, wieso Bitcoin toll ist. Du weißt es einfach inzwischen. Absolut. Aber wenn richtig. Du hier in deiner Blase eben noch drin bist und die noch zumindest annähernd kuschelig ist oder zumindest noch nicht vollständig geplatzt, dann geht es halt auch noch. Und ich weiß nicht, was die Leute mit dem Bargeld haben. Es ist halt, man hat es halt in der Hosentasche und kann es schön ausgeben und es ist anonym. Es ist super. Ja, aber und, ja, sag du. Ja, da noch ein Punkt bei dir jetzt nochmal anknüpfend. Das, was du gesagt hast, dass eben jetzt schon eigentlich so gut wie alles digital ist. Und das ist genau der Punkt, das auch nochmal hervorzuheben, weil die Leute immer sagen, ja, aber jetzt, ich will nicht dieses Digitale, was mit Bitcoin verbunden ist. Wenn man sich's vor Augen führt, wie es jetzt schon ist, ne, das ist ja oftmals so das Argument, dass die Leute sagen, oh nee, und das Digitale und das meiste, was jetzt stattfindet, ist schon digital. Das heißt, die Änderung für einen persönlich, wenn ich jetzt sage, ich nähere mich mal dem Thema Bitcoin an, die ist gar nicht so groß, weil das, was ich jetzt tatsächlich als Geld habe, ist mehr oder weniger im Ergebnis eine Zahl, die meinem Konto gut geschrieben ist. Und die meisten Zahlungen heute passieren online und digital. Ich mache sie per PayPal, ich mache sie per Kreditkarte, whatever, das ist alles digital. Das heißt, der Unterschied, dass ich sage, okay, ich gucke mir vielleicht mal das Thema Bitcoin an, was aber so viele massive Vorteile hat, der sollte der Schritt nicht so groß sein. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Transferleistung im Prinzip für denjenigen, der sich anschaut und es dann bedienen möchte, beinhaltet Fähigkeiten, die er alle schon erworben hat, durch den Umgang im Internet. Jeder weiß, wie man eine E-Mail schreibt, jeder hat sich vielleicht schon mal 12 oder 24 Wörter auswendig gemerkt und jeder weiß, wie eine Transaktion von A nach B funktioniert. Ja. Und dafür gibt es Programme, dafür gibt es Apps, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also im Prinzip kommen dort nur verschiedene Ansätze zusammen, die man aber alle bedienen kann. Also es gibt da auch keine Altersbeschränkungen oder kein, vor allem als Benutzer, keinerlei Vorbehalte oder irgendwelche
Fähigkeiten, die mit einem besonderen mitbringen. Aber da wären wir jetzt schon am Anfang war das Wort, oder? Nee, wir wären aber tatsächlich so ähnlich. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, wir wären tatsächlich Laser vielleicht beim Tech-Teil, weil ich glaube, du hast heute auch so ein bisschen was für die Menschen mitgebracht, die sich vielleicht erstmals dem Thema Bitcoin nähern und mal so ein bisschen wissen wollen, wie funktioniert es denn, wenn ich noch gar nichts an Sats, also an Satoshis habe, also an den kleinen Einheiten von Bitcoin, und wie könnte ich denn da einfach rankommen? Und ich glaube, da hast du heute so ein bisschen was vorbereitet, um das mal zu zeigen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Scheu verliert. Ja, ich habe da mal was mitgebracht. ja, so ein bisschen hier aus der Tech-Ecke, mein Steckenpferd. Einfach vielleicht auch nochmal mit so ein bisschen mit dem Vorbehalt aufzuräumen. Bitcoin braucht das Internet. Ja, alles braucht heute das Internet. Jede Tür, jeder Automat, jedes Auto, hätte ich fast schon gesagt, braucht das Internet. Und an der Stelle geht der Bitcoin sogar auch schon ein Stück weiter. Also man muss eins wissen, die Technologie, und vor allem, dann sind wir wieder im Free- und Open-Source-Bereich, die entwickelt sich weltweit. Also es konsolidieren sich dort freie Kräfte aus dem Bereich, um der Menschheit frei zugängliche, größtenteils kostenfreie Technologie zur Verfügung zu stellen. Und auch jetzt hier nur ein Beispiel, gibt es viele Beispiele, ist jetzt hier aus den Philippinen, Afrika, Südamerika wären sicherlich auch Beispiele dabei, wie zum Beispiel auch ein Bitcoin ohne Internet funktioniert, einfach hier übers GSM-Netz, telefontechnisch, und hier mit einem Dumbphone, da ist kein Audio dabei bei dem Video, und ja, da wird im Prinzip funktioniert der fast schon analoger als alles, was wir heute digital haben, funktioniert. Ja, und einfach hier auch nochmal ein Beispiel. Es gibt dafür auch viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel Verkaufsstellen, Point-of-Sale-Apparate, sehr einfach hergestellt werden können und funktionieren können, überall auf der Welt. Also ich habe es, glaube ich, zuletzt schon gesagt, das, was sich da in der Welt im Hintergrund aufbaut, ist eine monetäre Revolution, von unten nach oben eine Adaption der Menschen, eine Selbstermächtigung mit der Technologie, hier frei zugänglich sich einem Zahlungssystem anzunehmen, um miteinander Handel zu treiben, um miteinander um zu sparen, um eben dieses härteste Geld, das der Menschheit dato zur Verfügung steht, zu benutzen. Also zuletzt gab es auch Infos aus Nigeria, dass tatsächlich auch schon im Rohstoffhandel der Bitcoin benutzt wird, weil da gibt es dann Zahlungsbeschränkungen im Fiat-Bereich, über einen gewissen Betrag hinaus darf man gar nicht auslandstechnisch handeln, und da bestätigen dann Parteien wie China oder Indien, wenn es da Probleme gibt und schnell gehen muss, dann akzeptiert man auch Bitcoin, solange die Rechnung passt. Und ja, die monetäre Revolution wird wahrscheinlich nicht im Fernsehen übertragen werden. Deshalb hat jeder die Möglichkeit, sich dem Thema frei und offen zugänglich anzunehmen. Und mein Ansatz heute war einfach mal vielleicht zu zeigen, wie komme ich denn an die ersten Sats? Was wäre denn vielleicht die einfachste Möglichkeit, nicht die beste, aber die schnellste und die einfachste, die ersten Sats mal in die Hand zu nehmen. Einfach vielleicht unter dem Gesichtspunkt mal auszutesten, was da geht. Ja? Wie funktioniert die Technologie? Was kann das Teil? Also wir haben einmal Bitcoin und Transaktionen auf der Blockchain, also On-Chain-Transaktionen. Wir haben das Lightning-Netzwerk, das auf der Bitcoin-Blockchain aufbauende Netzwerk, das Bitcoin-Zahlungssystem skaliert, beliebig skaliert, für ganz kleine Transaktionen, Cent-Transaktionen, also es geht bis in den Millicent
Bereich und auch Stichwort Lightning-Netzwerk, was da nachher auch an Mikrotransaktionen selbst über das Internet möglich ist, ist sehr faszinierend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Generell für Lightning und für Bitcoin gilt, das Ganze ist Mittelsmann frei. Also jeder, der transferiert, transferiert direkt. Und die Information über diese Transaktion wird für alle Ewigkeiten in der Bitcoin-Blockchain oder Timechain in einen Block festgehalten werden. Und ja, wer das einfach mal ausprobieren möchte, dem kann ich das Wallet of Satoshi ans Herz legen. Das ist eine sehr einfache, gut überschaubare Oberfläche und das Ganze kann sowohl Standard-Bitcoin-Transaktionen als auch Lightning. Und da kann ich wirklich jeden nur dazu einladen, da einfach mal sich ein bisschen reinzuspielen. Man kann in diesem Wallet Bitcoin auch kaufen über Kreditkarte. Ja, also hier no financial advice. Jeder, der sich das angucken möchte, kann das innerhalb dem Wallet so machen. Und ja, hat dann einfach ein paar Sets zur Verfügung und mit der kann er ein bisschen rumspielen. Und dann bietet sich natürlich an, dass man vielleicht noch auf dem Computer noch ein Wallet runterlädt. Da gibt es vielleicht das Blue Wallet noch oder noch ein zweites Wallet hat oder einfach mal einen Freund oder einen Bekannten einfach mal ein bisschen hin und her schickt. Und wenn man das mit Lightning macht, dann hat man doch schon sehr direkt die Erfahrung, dass man sagt, wow, das ging jetzt aber schnell. Und ich bringe dann immer gern den Vergleich, wenn ich jemandem jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde nach, sagen wir, Nordamerika Geld senden möchte und ich hätte jetzt keine Bank, sondern würde mich jetzt hier, weiß ich nicht, auf der Landesbank oder auf der Sparkasse oder Raiffeisenbank einloggen, online, weil das wäre vielleicht noch ein Sonntagabend, dann frage ich mich, wie lange würde es dauern und ja, wie möglich wäre es überhaupt, dass ich innerhalb in der nächsten halben Stunde dem mir den Geld schicken kann. Also Nordamerika darf ich nur intervenieren, ist ein Spezialthema, weil es ist ganz, ganz schwierig. Das ist noch viel schwieriger. Nordamerika ist genau. Sehr witzig. Also, auf was will ich hinaus? Im Prinzip, wenn ich so einen Online-Banking-Account haben möchte, dann muss ich 50 Ringe springen und eine Woche später kann ich dann vielleicht irgendwas machen. Und also es ist weit weg von dem, was wir mit der Bitcoin-Technologie heute schon mit dem Klick eines Fingers im Internet von der Couch aus im Prinzip machen können, was Zahlungsabwicklungen angeht. Also jeder, der es mal ausprobieren möchte, habe auch ein kleines Live-Beispiel mitgebracht. Auch vielleicht ein bisschen anlehnend hier an unseren Podcast. Soll jetzt kein großer Aufruf sein. Es geht hier, wie gesagt, nur darum, das Ganze mal sich vielleicht spielerisch anzuschauen. Wer möchte, darf uns natürlich auch einen Kaffee spendieren. Da freuen wir uns am besten in Sets auf einem Bitcoin-Standard, weil wir das Ganze auch immer so free and open source wie möglich auch hier im Informationsbereich beibehalten möchten. Und dann gibt es zum Beispiel hier die Möglichkeit, sich auf unseren Link zu begeben. Und dann hat man hier eine ganz einfache Oberfläche und ich zeige das jetzt gleich mal einfach live. Und da könnte ich jetzt zum sagen, hey, Sets, nehmen wir mal 1700. Ja, es können auch ganz kleine Beträge sein. Ja, und dann sage ich zum Beispiel jetzt mal Lightning und QR. Dann kriege ich einen QR-Code. Und ich habe es tatsächlich auch mit dem Wallet of Satoshi vorher mal ausprobiert, beziehungsweise habe es einfach runtergeladen. Also die Einrichtung von der ganzen Geschichte waren wirklich 5 Minuten. Aber also ich will jetzt reinquatschen. Das war jetzt gerade eine Bitcoin-Adresse, oder? Richtig. Dafür hat es auch nicht funktioniert. So, jetzt hier. Also, so. Jetzt halt. Genau. Auf Lightning, wenn man Lightning machen möchte. Bitcoin dauert natürlich ein bisschen länger. Lightning geht in der Regel schneller. Ja, und dann kommt da ein
Dann kommt da ein Lightning Code rüber. Und dann dauert es einen Moment. So, und dann ist das Ding schon durch. Man muss es hier manuell aktualisieren. So, und dann sind, also jetzt mal nur rein von der Idee her, es sind jetzt hier 52 Cent geflossen. Mhm. Ja. Und das ist halt echt von, cool. Halt ja. Innerhalb in, von 5 Minuten. So, und direkt ohne eine Bank, ohne eine Gebühr, ohne irgendwas. Ja, also super nice und super easy. Und der Sani hat es, glaube ich, auch schon mal in seinen Sendungen gesagt, der Lightning-Tipbot, das funktioniert auch über Telegram. Also manchmal denke ich mir, wenn die Leute doch einfach wüssten, ja, und vor gutes Geld verwenden würden. Also 50 Cent eine Überweisung kannst du ja quasi nicht machen, nee. Aus wirtschaftlichen das Gründen, weil es einfach ein Schmarrn ist. Weil du ich hätte jetzt auch 17 Sets nehmen ja, können. Genau. Ja. Und ich hätte die aber jetzt auch nach Timbuktu überweisen können. Und es wäre das gleiche Spiel gewesen. Ja? Also das nur rein als Anregung, einfach spielerisch einmal sich dem Bitcoin und den ersten Satoshis zu nähern. Am Ende des Tages, ich sage es immer wieder, geht es darum, dass sich die Menschen eine ja, Bitcoin, ein Bitcoin-Wirtschaftskreislauf aufbauen. Jeder, der mir nachher seine Eier, sein Fleisch, sein whatever gegen Sets verkauft, von dem habe ich, da habe ich freien Zugriff drauf. Und der Handel kann frei in einem freien Markt stattfinden versus mit einer CBDC, wenn ich dann meine Fleischquote kriege und dann nach der Hälfte der Woche nur noch Käfer essen darf, weil ich schon zu viel Fleisch gekauft habe und das Mikromanagement bereits im Supermarkt an der Kasse stattfindet über meinen Social Score. Ja, also. Und wehe, du hast dich aufgeregt drüber, weil dann gibt es nächste Woche gar kein Fleisch. So sieht's aus. Richtig. Und das gleiche gilt fürs Auto, das gleiche gilt für deinen Strom, das gleiche, dann geht irgendwann deine Tür nicht mehr auf. Also, ja, ich bin da schon bei dir, wenn du sagst, dass dieser CBC-Gedanke, wenn er sich so ausspielt, wie angedacht ist und propagiert wird, dass er dann schon sehr schnell mit dem Gesicht auch im Matsch landen kann. Ja, also und, weil der ja. ein Gegenentwurf da ist. Genau, und das will ich sagen, im Hintergrund die Plebs, die Bitcoin-Plebs, die entwickeln und die sind fleißig und die bauen, während die einen auf den Retter warten, der auf dem weißen Pferd herreitet und einen Goldbarren vor die Tür legt, sind die Bitcoin-Plebs am Basteln und bauen die Lösungen, die wir heute schon benutzen können, mit denen wir uns heute schon ermächtigen können. Und genau in dem Fall, wenn es dann mit der CBDC doch doof wird, kann man dann auf die Technologie ausweichen. Ne? Weil innerhalb von Minuten dem Bäcker das auch erklären und der wird es dann auch nehmen, weil er sonst nichts kriegt. Das ist natürlich das Allerbeste. Wenn ich meinem Bäcker sogar heute schon sage, hey du Bäcker, ich zeig dir mal was. Und ganz ehrlich, also jeder findet so eine Lightning-Transaktion cool, wenn ich mal kurz sage, hey, lad mal kurz runter, ich zeig dir mal was. Guck mal, bumm, jetzt habe ich dir hier 5 Cent geschickt. Ja? Und das funktioniert. Und Laser, vielleicht gerade noch mal ganz kurz, also du hast jetzt heute das Wallet of Satoshi deshalb genannt, weil man eben darin sowohl die ersten yeah. Satz einfach kaufen kann, genau. Wenn man jetzt kleine wirklich Disclaimer. Noch gar nichts hat, genau, und dann eben auch Bitcoin-Zahlungen, also On-Chain und auch Lightning direkt zur Verfügung hat. Das ist eben nicht in allen Wallets der Fall. Jetzt aber auch noch ganz kurz dazu, es ist nicht aus unserer Sicht the way to go auf längere Sicht, sondern wirklich nur eine Möglichkeit, da mal reinzustarten. Genau. Nachher geht es wirklich wieder um Free- und Open-Source-Software und da ist zum Beispiel dann BISC eine gute Plattform, wo man einfach ohne KYC, also ohne die ganzen persönlichen Daten von Mensch zu Mensch Bitcoin kaufen, verkaufen kann, wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Da müssen wir jetzt auch nicht in der Tiefe einsteigen, aber nee. Das einfach nochmal explizit dazu gesagt. Genau. Also, wie gesagt, Disclaimer, das Wallet of Satoshi sieht schick aus, geht schnell, aber hier transferiere ich auch mit meinen Bankdaten oder meinen Kreditkartendaten. Das muss bei Bitcoin nicht so sein und das ist auch das, was wir sagen. Ja, also wir sind hier, denke ich, alle drei absolute Vertreter des Free- and Open-Source-Gedanken und der beinhaltet absolute Privatsphäre und maximale Sicherheit. Und deshalb
einfach, sag ich mal, für die ersten Babysets, wer mal schnell und ein bisschen rumspielen möchte, Wallet of Satoshi. Aber dann, und da sagt der Sunny, denke ich, auch nochmal gleich was dazu, macht BISC sehr, sehr viel Sinn. Und ja, da gibt es auch für diejenigen, die möchten, die Möglichkeit, dass man da Workshops und Kurse hat. Da bieten wir auch ein bisschen was dazu an. Das sagt der Sunny nochmal was dazu. Und ja, das aber, weil grundsätzlich der Gedanke bei BISC dezentralisiert, anonym über das Tor-Netzwerk und Peer-to-Peer. Also alles, was ich auf BISC kaufe, an Bitcoin, kaufe ich von jemand anderem ab. Ja, also so funktioniert das. Kein Shitcoin-Casino, Bitcoin only. Ja, und dass immer wieder viel passiert im Bitcoin-Space und immer wieder gerne viel gebastelt wird. Wir haben letzte Woche über den Seedsigner gesprochen. Heute auch nochmal ein kleines Free-and-Open-Source-Projekt der Nerdminer. Der ist jetzt auch mit einer neuen mit einer neuen Software bestückt worden. Also das Ganze ist auch frei zugänglich. Bitte? Oder sehe ich das falsch? Nochmal? Slava Ukraina, oder sehe ich das falsch? Slava Ukraina. Ja, hier. Ach so, ja, muss ja. Ne? Und das Ding, und das Ding heißt wirklich Nerdminer. Das Teil heißt es Nerdminer. So. Ja, wie cool. Ist eigentlich ein kleines lustiges Ding. Über den Seedsigner gesprochen, kann man sich selber basteln. Ich ermutige dazu, sich das mal anzutun. Wem die Zeit, die Muse oder die Bastelfreude fehlt, der darf auch den Laser anschreiben. Der kann da auch noch helfen. Aber jetzt zum Nerdminer. Auch wieder ein kleines Projekt aus der Community. Es ist im Prinzip das moderne Lotto-Ticket. Besser als Lotto spielen, weil man hat die Chance auf einen Gewinn alle 10 Minuten, wenn ein Bitcoin-Block entsteht. Funktioniert auch wieder mit ganz einfachen Komponenten. Das ist ein kleines Displayboard und ein kleines 3D-gedrucktes Gehäuse. Und das Ding braucht irgendwie, weiß nicht, 5 Volt. Ja, das wie beim Handy, das kann ich an eine kleine Solarquelle anschließen oder eine Powerbank oder was auch immer. Ich habe bestimmt viele Verbraucher in meinem Haus, die mehr Strom ziehen. Und ja, dann hier einfach so ein kleines Standalone Bitcoin-Minerchen, das mir für den Fall, dass es einen Block findet, 6,25 Bitcoin aktuell ausschüttet auf die Bitcoin-Adresse, die ich da angegeben habe. Also, ja, spannende kleine Geschichte. Gibt es in verschiedensten Möglichkeiten und Ausführungen. Aber man muss schon erwähnen, dass es wirklich, also auch vom Chancenverhältnis her, wie Lotto spielen ist, oder? Das ist auf jeden Fall wie Lotto spielen. Ja, also allein gemessen an der Stromaufnahme von dem kann da keine große Rechenpower. Das sind ja 21,9 Kilohash. Also das ist ein mini kleiner Bruchteil von dem, was so ein regulärer Miner leistet, aber vielleicht spannender als Lotto spielen. Ja, und Laser, du spielst alle 10 Minuten Lotto. Man spielt alle 10 Minuten. Natürlich ist die Chance, einen Block zu finden, ungefähr so groß wie 7-mal vom Blitz getroffen zu werden. Aber habt ihr schon einen Nerdminer mal, also einen Block gefunden? Genau, aber es gibt und es gab in der Vergangenheit immer wieder mal Meldungen, dass ein sogenannter Solo-Miner zu Hause, just for fun, einfach mal einen Block gefunden hat. Ja, aber mit einem S9, mit einem ASIC. Mit einem S9, mit einem Nerdminer, I don't know, aber mit relativ simpler Hardware. Also, das ist natürlich ein Glücksspiel. Das Mining an sich, der Vorgang ist ja wie bei den Großen, sage ich mal, oder? Gleich, ja. Du kannst dir anschauen, wie das Mining funktioniert und kommst da einfach mal rein und vielleicht ist es also ein schöner Einstieg, sage ich mal. Das ist zum einen mein Einstieg und einfach just for fun, ja. Und zum anderen, was ich eigentlich von der Aussagekraft her von sowas hier einfach viel spannender finde, ist, dass mit jeglicher Hardware eigentlich im Prinzip Bitcoin gemeint werden kann und dass es sehr stark vorstellbar ist, dass in der Zukunft auch dieses Mining noch an vielen, vielen weiteren dezentralen Stellen auch einfach im Konsumerbereich stattfindet, weil Bitcoin auch immer ja das Thema ist, das uns ganz stark mit dem Thema Energie
zusammenbringt und vor allem der Nutzung von überschüssig erzeugter Energie. Und wenn ich einfach nur an dem Beispiel zeigen kann oder sehe, dass es x-beliebige Hardware gibt, dann kann Mining und damit die Absicherung des Netzwerks noch an 1000 anderen Stellen stattfinden, auch im alltäglichen Leben. Genau, hast du da? Lass mir schnell den Bildschirm freischalten, weil da habe ich nämlich auch diese Woche noch eine Meldung gehabt, die habe ich jetzt nicht reingenommen, weil es jetzt nicht so wichtig ist, aber es passt neu rein. Ein Spa in New York heizt nun seine Pool mit Hitze oder Wärme aus Bitcoin-Mining und operiert auch ausschließlich auf dem Bitcoin-Standard. Das ist genau das, was du gemeint hast, wahrscheinlich auf eine sehr angenehme Art und Weise. Wellness. Man muss nur ein bisschen um zwei Ecken denken, wie es so schön heißt. Und überall, wo Wärme notwendig ist, lässt sich eigentlich auch über Bitcoin-Mining nachdenken, weil du den Strom brauchst. Hier jetzt zum Heizen für die Pools kannst du auch einen Miner dazwischen schalten und den heizen lassen. Richtig cool. Wie gesagt, der Grundgedanke, deshalb ist es ja so spannend für alle Energieanbieter oder jeden, der Energie generieren kann, dass Bitcoin einfach an Ort und Stelle mit der verfügbaren Energie geschürft werden kann. Und das revolutioniert natürlich dieses Spiel, wenn man beachtet, dass ca. 30% überhaupt an globaler Energiegewinnung rein überschüssige Energie sind. Und ja, dann haben wir hier, genau, und jetzt einfach hier nur der kleine Nerdminer als ein bisschen Anregung dazu. Und wie gesagt, der wird auch in allen Formen und Farben gefeiert im Bitcoin-Space und ist halt einfach so ein spaßiges Teil. Darin anschließend nochmal einfach der Seed-Signer, den man sich auch selber basteln kann. Oder zum Beispiel, was man auch selber machen kann, was auch aus dem Bereich kommt, ist das Noster-Signing-Device. Also wer sich dann mal mit Noster im weiteren Verlauf auseinandersetzen möchte, also im Prinzip der Bitcoin-Gedanke dezentral übertragen auf Social Media, also nicht mehr auf einem zentralen Server, sondern your own keys, your own message oder your own social identity. Ja, und nicht wie aktuell gängig der Noster Private Key, wie beim Bitcoin Private Key, hat Noster auch ein Private Key, um sich einzuloggen. Direkt immer gleich ins Internet zum Einloggen nehmen möchte, sondern auch extern auf einer kleinen sogenannten Hardware-Wallet für Noster haben möchte. Der kann sogar auch einen Noster-Signing-Device basteln oder bei Bedarf auch mal den Laser anhauen. Und ja, das war im Groben eigentlich auch schon mein Tech-Beitrag für heute. Cool, vielen Dank. Ich finde es immer wieder faszinierend, was da so alles in diesem Space passiert. Man sagt ja nicht umsonst, dass sich da die schlauesten Leute treffen. Und ich finde, das zeigt es immer wieder. Und die haben halt einfach alle Bock, irgendwie was Innovatives zu machen, was Neues zu machen. Und da merkt man auch, dass die Leute das nicht machen. Da sitzt niemand, der bezahlt wird dafür, sondern da sitzen wirklich die Leute, die einfach was Cooles machen wollen und das Thema nach vorne bringen wollen und die Welt besser machen wollen. Und ich finde, das merkt man da ganz, ganz deutlich immer. Richtig cool. Ja, gut. Laser, du hast ja schon kurz angesprochen. Sunny, magst du noch ein bisschen was zu deinem neuen Projekt noch kurz sagen, dass das die Leute hier auch mal gehört haben? Ja, neues Projekt ist gut. Ich hänge da quasi eigentlich schon seit einem Jahr dran, mehr oder weniger. Bildung ist ja das Wichtigste. Und also nicht nur im Bitcoin-Space, aber gerade im Bitcoin-Space. Und viele Leute, wie wir, schätze ich mal, holen sich ihre Bildung seit Jahren aus YouTube und anderen Quellen und können das inzwischen einfach. Also wenn irgendwas Neues da ist, schauen wir uns ein paar Videos an und saugen das dort auf. Aber viele, viele Menschen können das gerade beim Bitcoin wohl nicht oder trauen sie nicht ran. Und gerade wenn es um Bitcoin-Bildung geht, ist es ja so, dass du auf YouTube zum Beispiel ja Milliarden an Informationen findest. Und jeder erzählt dir, ja, er hat recht natürlich, to the moon. Und dem würde ein bisschen entgegenwirken und haben jetzt überlegt,
eine Sache wirklich auch ja, regelmäßiger zu machen, die eigentlich im Privaten seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren ebenfalls regelmäßig mache, aber sehr sporadisch. Und zwar würde ich den Menschen gerne erklären, wie man denn mit Bitcoin umgeht und das Ganze ja nicht im 1:1, das wäre ein bisschen zu zeitintensiv, sondern in Gruppenkursen. Und habe da was gebastelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt schon präsentiere, weil dann ist es raus und dann habe ich auch keinen Puffer mehr. Aber ja, nur Risk nach vorne, würde ich sagen, oder? Sagen ja, cool. Zeig mal. Ja, da ist er. Ich habe eine Seite gebastelt. bitcoinlernen.online. So heißt sie. Ganz einfache Seite, also ohne groß Schnickschnack. Man kann dort einfach einen Kurs buchen, den ich jetzt für nächste Woche noch nicht ja, bereitgestellt habe. Ich denke aber, ich werde es bis in den Morgenstunden klären und man kann dann, wenn man das hört, hier den Podcast, das auf alle Fälle dann buchen. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Vielen Dank. Ja, manchmal braucht es den Druck. Ja. Nee, es ist auch so, also das beschäftigt mich jetzt sicher schon, also ja, fast ein Jahr. Mhm. Und jetzt das Wochenende und letzte Woche habe ich da wirklich noch einiges gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich fertig. Und jetzt geht es eben nur noch darum, das Kind dann sozusagen, ja, ins Leben rauszulassen. Und was völlig Neues für mich, weil ich eigentlich noch nie so als Vortragender in dem Sinne irgendwie gewirkt habe, sondern nur halt hier online und ja, nicht im 1:1. Und das ist eine neue Erfahrung, aber ich glaube, das wird auch ganz gut. Ist noch in Kindern schon, ja, aber könnte echt eine gute Sache werden. Richtig ja. Cool. Aber ich merke, ich bin ein bisschen nervös. Nee, das wird bestimmt richtig gut. Und vielleicht das nochmal, es richtet sich explizit, so wie ich es verstanden habe, an Bitcoin-Neuanfänger, an Einsteiger. Das heißt, jeder, der sagt, ey, mir fehlen wirklich so die Basics, der ist da wahrscheinlich gut aufgehoben. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch so ein bisschen ein Gruppenkurs. Und da ist so meine persönliche Erfahrung, daraus ergibt sich ja auch immer eine gewisse Dynamik. Und dann kann man da auch wieder was untereinander lernen, vielleicht noch ein paar Fragen stellen und so. Also ich denke, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Ja, die Fragen ist mir ganz wichtig, ja. Weil also es richtet sich wirklich an Leute, die quasi sagen, also das Interesse muss da sein, das ist mir wichtig. Das ist klar. Ich überzeuge keinen da drin, dass ja. So gut können. Und das geht es nicht. Sondern die Leute, die Interesse haben, sich aber wirklich nicht trauen zu fragen, beziehungsweise nicht wissen, wen sie fragen, die sind da richtig. Und da gibt es auch keine zu dummen Fragen meines Erachtens, sondern ja, ich will da wirklich jeden abholen. Und meine Vorgabe an mich selber ist, dass da jeder als Bitcoiner, als beginnender Bitcoiner rausgeht. Und also zumindest nehme ich mir das vor, dass ihr in diesen 1,5-2 Stunden, so lange wird es ungefähr dauern, pro Kurs bei den Leuten keine offenen Fragen mehr sind. Voll ist cool. Meine, also das nehme ich mir vor. Ja, finde ich richtig cool und ich glaube, das wird nochmal wirklich, ja, das vielleicht auch manchmal bei den älteren Menschen oder einfach in Summe bei Leuten, die verunsichert sind und wie du gesagt hast, die sich es nicht selber zutrauen, sich vielleicht auch die wesentlichen Informationen selber zusammenzusuchen, denke ich, ist eine top Einstiegsmöglichkeit, von der aus man dann weitermachen kann und perfekt, richtig cool. Also von überhaupt keine Ahnung, aber interessiert bis hin zu, ich habe meine paar Sets auf einer Exchange liegen oder halt habe ein Hardware-Wallet, weiß aber nicht so recht, was ich damit anfange und würde gern einfach mehr wissen. Und das, ich glaube, das lebt auch über die verschiedenen Horizonte, die da mit in den Kurs reinkommen. Ja. Und eben auch über Fragen, da lernt man, glaube ich, am meisten. Sonst könnte auch ein offenes Gespräch ein bisschen werden. Allerdings habe ich auch so ein PDF, also eine PowerPoint-Präsentation auch. Läuft über Zoom. Und ja, genau. Bin ganz gespannt und werde das jetzt nächste Woche tatsächlich angehen. Eine Sache ist halt, es ist so, dass ich das auf wohl höchstens 12 Leute begrenzt. Anfangs nicht mehr als 2 Kurse in der Woche mache oder wenn überhaupt.
Und das heißt natürlich, dass wenn jetzt hier 1000 Leute zuhören, dass ja die wenigsten da wirklich einsteigen können. Aber ich denke, wenn man mehr als 12 Leute macht oder mehr als 20, 30, dann wird es also Frontalunterricht und dann kann man sich auch wieder ein Video anschauen. Und genau. Mhm. Genau. Gut. Ja, voll cool, Sunny. Danke dir. Dann dürfen wir gespannt sein und richtig coole. Du gleich oder was? Auf jeden Fall. Ich muss doch überall dabei sein. Ja, super gut. Dann mit Blick auf die Uhr vielleicht noch ganz kurz. Laser Sunny, wollt ihr vielleicht noch kurz was zu euch sagen, wo man euch sonst noch so findet, außer hier bei uns im 21 Uhr Bitcoin Podcast? Jo, den Laser, für den der mag, den findet man grundsätzlich auf dem Alternative Newsstream, so ein bisschen News für die rote Pille und dann noch im internationalen Bitcoin-Raum auf dem Laser Hodl Tech Support, beides auf Telegram. Und ja, im HODL-Tech-Support geht es eigentlich hauptsächlich um die Selbstverwahrung. Da geht es um die Best Practices der Seed-Aufbewahrung, der Privatsphäre, der Sicherheit. Und natürlich dürfen die Memes nicht fehlen. Und ja, wer mag, schaut da gerne vorbei. Und wir haben eine Menge Spaß an der Stelle auf jeden Fall. Cool. Sunny, du noch kurz? Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Ja, wenn man verbindet die Punkte googelt, komme ich, glaube ich, noch vor den Ausmalbildern. Das hier, was da unten eingeblendet ist, ist mein Telegram-Kanal, verbindet die Punkte offiziell. Man findet mich auf YouTube, auf Odyssey, auf Twitter, aber da teile ich auch nur die Videos. Und ja, hauptsächlich auf Telegram eigentlich unterwegs. Podcasts. Ich habe jetzt gesehen, Podcasts, wenn man die Statistik anschaut, ist ordentlich. Also im unteren fünfstelligen Bereich, aber ja, also da habe ich durchaus eine größere Fangemeinde inzwischen, hat mich überrascht. Und ja, verbindete Punkte googeln, wer auf Telegram ist, auf Telegram gehen. Und ja, so findet man mich, glaube ich, recht leicht. Sehr cool. Schön. Ja, klar, René, sagst du noch was zu dir? Ich habe eine Homepage, verbinde die Punkte. Media. Sehr gut. Ja, also einfach googeln. Ja. Coco, und bei dir? Genau, mich kann man auch noch auf Telegram finden. Ich habe neben dem Bitcoin meine zweite Leidenschaft, ist das Thema Gesundheit. Vielleicht so auf den ersten Blick die beiden Themen nicht so vereinbar, aber auf den zweiten Blick definitiv aus meiner Sicht, weil gutes Geld aka Bitcoin und gute Gesundheit definitiv zwei Dinge gemeinsam haben. Und das ist für mich, dass eben beides Freiheit bedeutet und beide Themen aber auch ein hohes Maß an Selbstverantwortung bedingen. Und von daher geht es ganz schön Hand in Hand. Und in meinem Telegram-Kanal lade ich zur Selbstverantwortung ein, bislang hauptsächlich eben mit Gesundheitsthemen, zeigt da, wie man viele Dinge selber machen kann, die man sonst so kauft, einstecken, fertig, da die Kosmetik selber machen, weil da massiv Giftstoffe enthalten sind, die wir so auf unserer Haut nicht haben wollen. Werde da jetzt demnächst dann auch anfangen, so ein bisschen wie der Sunny in seinen Gruppen, so kleine Lerngruppen anzubieten, wo ich einfach zeige, wie man verschiedene Dinge selber rühren kann und dann eben auch die Fragen dazu stellen kann. Und habe jetzt auf dem Kanal natürlich auch angefangen, ein bisschen das Thema Bitcoin unter die Menschen zu bringen, einfach weil es mir genau so ein Herzensthema ist. Genau, also guckt gern mal vorbei, freue ich mich, wenn der ein oder andere noch vorbeischaut. Ja, und dann irgendwie, wenn es hier die 90 Minuten pure Gefühle sind, die Zeit rast. Ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende. Und es ist wieder Meme-Time. Und damit, Sunny, magst du anfangen mit deinem Meme, was du diese Woche mitgebracht hast? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Meme ist, ist auf alle Fälle ein Bild. Komm, haben wir es raus hier. Der Bullenmarkt ist zurück. Ich muss teilen, gell? Hier rum. So. Hier sind wir. Der Bullenmarkt ist zurück. Man sieht es rechts oben.
unterm Logo hier. Und ja, hier sehen wir schon einen netten Frosch, der sich freut, hier neue, ich will nicht sagen Opfer, zu bespaßen. Der sich über tote Bären freut. Der Bullenmarkt ist immer, also im Bärenmarkt, und ich bin eigentlich Bitcoiner im Bärenmarkt worden, wirklich jetzt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren richtig intensiv. Und da ist halt nicht jeder dabei. Und der Bullenmarkt bedeutet, alle sind sie dabei. Und da, ja, das ist eine andere Stimmung, denke ich. Und für mich was Neues, denn als wirklicher Bitcoiner habe ich noch keinen richtigen Bullenmarkt selber mitgemacht. So, bewusst, sage mal. Es wird gut. Und ja, was nicht genau, ist. Denke ich mir, das wird es gut. Und es genau diese, der Gesichtsausdruck von dem Frosch, der passt einfach, weil, ja, we know what will come. Also gut. Ja, voll cool. Und also ja, ich sehe mich da auch durchaus ein bisschen selber in diesem. Sehr schön. Ja, dann von Frosch zu Frosch. Dir. Von Frosch zu Frosch. Ah ja, ich Laser. Muss tun, ja. What? Moment. Genau. Genau. Ah ja. Ja, Laser-Meme der Woche, definitiv direkt ins Auge gesprungen. Came for number go up Technology, bin für die Zahl geh nach oben, also Bitcoin-Preis-Technologie gekommen und für die Revolution geblieben. Ja, sehr cool. Ja, der gute Mel Gibson hier, ja auch ein guter von den weniger. Er trägt seinen Teil bei, genau hier in Verkörperung von Braveheart. Ja, ich denke, wir hatten es heute von Number Go Up Technology ist das, was die Leute anzieht, was die Masse anzieht. Die sehen da was, oh, schönes shiny Object, und es wird immer wertvoller. Am Ende des Tages aber auch das Bestandteil der Bitcoin-Spieltheorie. Und ja, jeder kommt für den Preis und für das Geld und entdeckt dann auf den verschiedensten Ebenen die Technologie und die Bedeutung der Technologie und ja, Bitcoin als Freedom Money und was es imstande ist zu leisten, vor allem in unserer aktuellen Clown-Welt. Und je mehr man sich beschäftigt, also ich habe zuletzt mal drüber nachgedacht, ich kenne von vielen hunderten Leuten, die, sage ich mal, ja, zwischen 10 und 100 Stunden, und das geht weit, weit darüber hinaus, an Bitcoin, also Wissen, Bildung investiert haben, niemanden, der sich nochmal umgedreht hat und gesagt hat, das ist nicht die Lösung. Also, wer sich gegen Bitcoin ausspricht, spricht sich gegen Frieden aus. Ich kann jeden nur dazu einladen, sich das anzuschauen. Auf 8 Seiten hat Satoshi Nakamoto die Lösung des Grundproblems, des sinnlosen Gelddruckens aus dem Nichts, für das wir arbeiten müssen, gelöst, technologisch. Die Lösung liegt heute schon auf dem Tisch. Da müssen wir wenig spekulieren und da müssen wir wenig Hopium konsumieren. Wenn wir das verstehen und uns anschauen, dann können wir uns heute schon damit ermächtigen und dann, denke ich, haben wir sehr, sehr gute Chancen auf eine sehr, sehr gute, gesunde Zukunft in ganz vielen Bereichen. Cool. Ja, Clownwelt darf man nicht mal sagen. Ach so, werden wir jetzt gebannt? Nee, ist Nazi. Ach so. Okay. Ja, culpa. Aber ansonsten stimme ich da voll zu. Danke für den Hinweis. Nee, ich meine es ernst, gell? Hatte ich erst eine Meldung. Ich dachte, Stillen ist Nazi. Was? Ich dachte, Stillen ist Nazi. Stillen ist sowieso Nazi. Ja. Und macht vor allem auch Nazis. Vor allem, ja, stimmt. Oh mein Gott. Naziception. Okay. Ja. Gut. Laser, danke dir. Dann würde ich, genau, wir sind alle so ein bisschen in der ähnlichen Richtung unterwegs. Ich bin hier schon mal auf Teilen. Man müsste es gleich sehen. Genau. Ich habe dein Meme, schön, was dann doch eher männlich ist, ist dann meine Version in der weiblichen Form sozusagen. Also das etwas süßere Braveheart, wo man hier sieht, das Männchen, das den Bitcoin fragt, was so eine Maske auf hat mit, wo Preis drauf steht. Hey Bitcoin, warum hast du immer diese Maske auf? Und dann zieht er eben die Maske hoch und dann steht da Freiheit drunter.
Und dann setzt er es wieder auf und sagt, okay, lass es lieber mal an. Und trojanische Pferd. Genau, so sieht's aus. Das hat irgendwie ganz, ganz viele Bedeutungen für mich. Das Meme ist recht vielschichtig und irgendwie spiegelt so ein bisschen das wieder, was wir am Anfang auch hatten, mit nicht zu viel Aufmerksamkeit am Anfang drauf, bis es dann stabil ist. Und ja, jetzt natürlich die Number Go Up Technology, die vielen, vielen Menschen anzieht und was wahrscheinlich immer so der Honeypot für die meisten ist. Und ab dem Moment, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man wirklich mal die, ich sag mal, 10+ Stunden an Recherche investiert hat, dann wird es wirklich mindblowing, wenn man mal versteht, was damit verbunden ist. Und da ist dieser Freedom-Aspekt ja nur einer von ganz, ganz vielen. Und die Menschen, die geblieben sind, und das sind, wie du richtig gesagt hast, nur solche kenne ich auch, die sind alle geblieben, die so lange eben sich das Thema angeguckt haben, die sind nicht wegen dem Preis geblieben. Und von denen guckt eigentlich niemand mehr auf den Preis. Da ist das so eine Nummer, die halt mitläuft. Da geht es eben genau um den Aspekt der Freiheit, um die Dezentralität, um das härteste Geld, das wir jemals hatten, um die Trennung von Staat und Geld. Da sind so viele Aspekte mit verbunden. Und dazu möchte ich heute noch mal einladen. Hier heißt zwar, Bitcoin, lass es lieber auf, ja. Aber ich lade dazu ein, hinter die Maske zu schauen und die ganz, ganz, ganz vielen Ebenen zu erkunden und für sich zu entdecken, die Bitcoin für uns als Geschenk bereithält. Aber das, also ein Aspekt muss ich dann noch mit reinnehmen. Gerne. Dass dieses, also die Frau, oder die, also wer ist das? Ist es ein, also der Rothaarige? Ja, es ist genderneutral. Nicht, dass der Freedom dahinter steht, sondern genau. Genau. Ich will nichts lernen. Genau. Das kommt das auch mit dazu. In der Gesellschaft, gerade in gewissen alternativen Kreisen, dass da einfach, ja, hör mal auf mit Bitcoin. Ja. So ein Schmarrn. Und ja. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wer im Freiheits- und Wahrheitssuche-Geschäft unterwegs ist, der sollte es dringend dieses Thema anschauen. Ja, vielleicht ermutigt ja unser Podcast dazu, wo ja der Sunny als, ich sag mal, bekannter Truther in Anführungszeichen. Nee, ja, aber du gehörst ja schon so in die Szene dazu. Und aus meiner Sicht, leider und gleichzeitig Gott sei Dank, bist du derjenige, der das Thema Bitcoin anspricht und vorantreibt und zu den Menschen bringen will. Und vielleicht ermutigt es ja den einen oder anderen, der auch in diesem Space unterwegs ist und sich Wahrheitssuchender nennt oder ja, auf dieses Thema einzahlen möchte, sich das auch mal anzugucken. Und wenn man das dann getan hat, das auch offenkundig zu machen und den Menschen mitzuteilen und es nicht unter der Decke zu halten, weil man vielleicht Angst hat, dass man Leute verliert oder Unterstützer verliert. Das, diese Einladung möchte ich heute an der Stelle auch mal aussprechen. Das fände ich mal schön, weil auch da geht es immer darum, dass wir alle zusammen nur vorankommen und nur zusammen und, das Thema voranbringen. Und ich würde fast sagen, wir haben hier eine gute Chance, dass die Told You So's episch werden. Die Told You So's, genau. Ja, dann ja. Müssen wir einen Sonderausgaben Told You So's machen. Genau. Ich habe schon gesagt, ich fange an, mir gegen Ende dieses Jahres T-Shirts zu drucken, wo dann eben immer nur I Told You So draufsteht, wahlweise mit dem Bitcoin-Zeichen. Das wird dann meine Standardkleidung ab nächstem Jahr. Aber anderes Thema. Genau, ja. Dann hätte ich gesagt, mit Blick auf die Uhr, denke ich, wir sind für heute wieder am Ende. Ich fand es wieder mega, mega cool, hat mir super viel Spaß gemacht. Es ist einfach immer wieder grandios, über Bitcoin zu sprechen. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung nächste Woche. Und dann würde ich sagen, verbleibe ich mal wieder mit dem altbekannten Stack Sats and Stay Humble. What's the second best? There is no second best. It's going up forever, Laura. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.